Herzlich willkommen hier auf The Next Generation und wir spielen heute Rising Cities. Ja, ich habe hier mal gerade eine Testaufnahme gemacht. Funktioniert alles? Nein, ich habe hier noch nichts gebaut. Hier ist alles so, wie es ist. Also, so hat es angefangen. Ja, da haben wir jetzt hier Geld bekommen. Hier können wir was bauen. Gucken wir mal. Übrigens, das ist ein Online-Browser-Game, da könnt ihr das natürlich auch kostenlos spielen. So, um das Gebäude fertigzustellen, zahle die Ressourcen ein und warte ab. Schneller und einfacher geht's auch mit Metro Money. Okay, dauert aber nur 15 Sekunden. Wir lassen unser Metro Money mal da. Schauen wir nochmal hier unten in der Leiste rein, was man hier so machen kann. Werkzeuge gibt es. Die Sicherheitsansicht wird mit dem Bau der Feuerwache ab Bürgermeisterstufe 10 verfügbar. Okay. Baudepot, Lagerhalle. Marktplatz ist verfügbar ab Level 5. Okay, man kann ja anscheinend leveln. Freunde. Ach, mal gucken, vielleicht kann man ja irgendwann mal zusammenspielen. Stadtkasse und hier ab Level 20 kannst du zwischen Küste und Stadt hin und her wechseln. Vergiss nicht zuerst die Brücke zu reparieren. Okay, wir müssen eine Brücke irgendwann mal reparieren. So, wir haben unser zweites Haus. Da sind jetzt welche eingezogen. Hier ist ein Stern. Okay. Ja, gut, jetzt haben wir hier was. Müssen für Level 1 bekommen. Sammeln noch 7 Erfahrungen. Okay. So, jetzt haben wir wieder Geld. Und Erfahrung. Muss man das alles einzeln anklicken? Nein, muss man nicht. Gut. Rathaus ist das hier. Gehen wir mal auf den Bauport. Okay, wir können bis jetzt nur Häuser bauen. Da haben wir genug Geld dafür. Ja. Anzahl. Bauen wir dann hier noch eins hin. Okay. Ich musste vorhin mein Headset mal abnehmen, weil ich wollte jetzt wissen, ob da das Vogelgezwitscher von draußen ist. Nein, ist hier im Spiel. Na gut, die hätten eher eine Musik hinmachen können. Okay, die Dinger wackeln hier so. Schauen wir nochmal. Haus abschließen, Belohnung abholen. Okay. Hervorragend, ich wusste von Anfang an, auf dich ist Verlass. Okay. Gut, das habe ich am Anfang bei der Testaufnahme weggeklickt. Jetzt ist das wieder hier. Belohnung abholen. Okay, da habe ich jetzt gerade umsonst ein Haus gebaut. Das nervt jetzt gerade ein bisschen hier. Naja, okay, hier kann man Bäume bauen für die Straße und so. Und na, eine kleine Eiche unten. Vorstadtshäuschen. Gut. Ach nee, das kann man ja abholen. Ah, okay. Rathaus. So. Also, ich habe das Spiel jetzt auch noch nicht gespielt, ne? Ah, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe langsam. Wir sind übrigens schon Level 2. Bau ein Haus. Gut, machen wir. Bin ich da drauf gegangen, ja, genau.
Haus hier. Ab Stufe 3 kriegen wir so ein, glaube ich, so ein Villa-Strandhaus hier. Ist ja auch mal sehr interessant. Naja, bauen wir dann auch mal hier hin. So, tun wir diesmal hier neben dem schönen Rathaus. Da, wo die schönen Blumen sind. Übrigens, unser drittes Haus, das ist gerade fertig geworden. Zack. Oho. Sieht schon mal ein bisschen komplexer aus jetzt. Baugenehmigung. Du benötigst eine Baugenehmigung, damit du ein Gebäude platzieren kannst. Du findest sie im Architektenbuch. Okay. Gut, wir schauen im Architektenbuch vorbei. Alles klar. Okay, das blinkt ja die ganze Zeit hier links. Ich glaube, wir müssen mal hier draufklicken. Bauernhaus. Okay. Betonung abholen. Starten wir. In 45 Sekunden ist das auch fällig. Belohnung, hier kann einer einziehen. Gut, arbeiten wir uns von oben hier ab. Bau dein Rathaus fertig. Bau ein Wohnungsgebäude für mehr Einwohner. Naja, ich kann mir wohl meinen Wohnplatz jetzt selber bauen. Finde ich gut. Wie baue ich das jetzt? Ich da jetzt gerade irgendwas überlesen. Vielleicht muss ich auf den Bauport. Verbesserungen. Obwohl, warte mal, hier rechts kann man auch noch. Okay, das geht erst ab Stufe 7. Gehen wir nochmal auf Architektur und Buch. Produktionsgebäude, Gewerbegebäude, Kraftwerk, Dekoration, Straßenplätze und Spezial. Okay, Produktionsgebäude. Schauen wir uns das mal an. Da können wir noch nichts machen. Ich klicke mal hier drauf. Okay, ich muss in 3 von 10 Mietern. Hier kann einer einziehen. Das Gebäude ist fertig. Ach, ich sollte nicht immer so oft da drauf klicken. Okay, hier kann einer einziehen und hier nehmen wir die Mieten. Hier eigentlich hier oben rechts unsere Einwohner leben in deiner Stadt 20 Einwohner. Mehr können auch nicht hier wohnen. Okay. Stadtkasse. Das waren ja Freunde. Lagerhalle. Ja, wie verbessern wir jetzt unser Rathaus hier? Klicken wir nochmal hier links drauf.
baue das Rathaus fertig. Es ist Zeit, dass wir uns um deinen Wohnplatz kümmern, dem Rathaus. Es ist immer noch eine Baustelle. Okay, wir müssen eine Einwohnerzahl von 2040 errichten, bevor wir dann das Rathaus höher bauen können. Nehme ich jetzt mal an. Okay, wie macht man das? Gehen wir dann mal hier einmal auf Aufräumarbeiten. Ich kann Gestrüpp nicht ausstehen. Es ist hässlich und sieht und steht uns Bauplatz. Bäume und Steine geben wenigstens Holz bzw. Granit. Räum hier mal auf, Bürgermeister. Ja, kein Problem, machen wir. Okay, ich glaube, wir haben es erfüllt. Belohnung abholen können wir uns. So, fast Level 3. Wir sind Level 3. So schnell kann es gehen. So, oh, das sieht da hier schon sehr schön aus hier. Okay, ein kleiner Server-Van. Was gibt's hier noch? Ein Sägewerk und Holz. Hier kann man einmal nach rechts klicken. Holz, Geld und nochmal Geld. So, die Mieten haben wir. Können wir wieder einnehmen. Werkzeuge. Okay, wir können was verschieben und wir können abreißen. So, ich glaube, wir haben noch mal eine Belohnung. Wir haben jetzt genug Minen eingenommen. Kriegen wir jetzt auch noch mal eine Belohnung dafür? Du hast die Mieten erfolgreich eingenommen. Dankeschön. Können wir jetzt unser Rathaus hochbauen? Nein, wir haben immer noch nicht die Einwohnerzahl von 20-40 bekommen. Wieder ein Sägewerk, okay. Jedes Mal, dass die Aufgabe sich ja nach einer Zeit wieder hier öffnet. Und jetzt haben wir auch. Gut. Öffnen wir halt nochmal alles von neu. Macht auch mal Spaß. So, das machen wir mal später. Meine Maus ist hängen geblieben. Sägewerk. Okay, wir dürfen das nur hinter, wo grün ist. Das heißt, wir verlieren hier was vom Ackerplatz. Mieten können wir wieder einnehmen. Diese kleinen Häuser geben schneller Mieten als diese großen. Und vom Teufel spricht, das große Haus gibt jetzt auch Miete ab. Okay, wir sollen eine Produktion sofort fertigstellen. Okay, so viel haben wir gar nicht. Wir haben gerade auf. Egal, machen wir dann mal eine andere. Produktion sofort fertigstellen. Dann schließen wir das jetzt erstmal hier. Nein, wir kaufen uns kein Money. Okay, wir haben immer nur 20 Einwohner. Ich baue jetzt nochmal ein paar Häuser hin. Vielleicht können wir dann unser Rathaus bauen.
Nein, nicht nochmal ein Sägewerk, jetzt habe ich mich vertan. Haha. Da Häuser, Wohnungsgebäude. Das kann man übrigens auch nur mit dieses Money hier kaufen. Sehe ich gerade. Okay, also ist auf jeden Fall kein kostenloses Spiel bis jetzt. Naja, hätte mich auch gewundert ein bisschen. Ist ja meistens so bei den Browser Games, dass man immer was bezahlen muss. Aber dafür kann man die auch kostenlos spielen. Muss man ja auch mal so sagen. So, ich glaube, wir müssen mal hier eine Straße mal richtig rumbauen. Das steht auch hier echt perfekt, eigentlich. Ich frage mich eigentlich, wo wir unser Holz sehen. Eigentlich nirgendwo. Bauen wir noch ein Haus hin. Bauen wir noch so ein kleines Häuslein hin. Das geht ja ein bisschen schneller. Okay, da kann einer einziehen. Und da muss noch eine Straße hin. Die Straße. Ich habe vorhin erwähnt habt. Wir müssen jetzt einmal die Straße hier rumbauen. Okay. Ah, gut. Feldweg. Okay, der Feldweg kostet schon mal nichts. Ich weiß nicht, ob es jetzt an der Aufnahme liegt, dass das Programm, also dass das Spiel jetzt ein bisschen länger braucht. Oder ob es einfach mein Internet liegt. Kann man das jetzt hier so lang ziehen? Nee. Ja, ich weiß, ich muss eine Straße bauen. Also ich glaube, das liegt am Aufnehmen. Wollte gerade hier eine Straße bauen. Gut, wir haben schon mal 24 Einwohner. Ich glaube, wir müssen die auf 40 hochstocken. Machen wir. So, ich probiere das jetzt nochmal hier, diesen Feldweg zu bauen. Baukosten. Feldweg in ländlichen Gebieten unabdingbar und zudem noch unschlagbar günstig. Was für Wörter die hier rein tun, um ehrlich mal zu sein, ne? Muss man echt richtig lesen. Baukosten 0. Irgendwie. Ah doch, 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 da sehe ich jetzt gerade. Das Grüne. So, und dann jetzt hier so runter. Okay, das funktioniert anscheinend nur so. Dann machen wir es so hin. Yeah. Jetzt haben wir ganz viel jetzt haben wir ganz viel verschwendet, finde ich. Wir können auch mal Belohnungen abholen. Ja, Belohnung abholen. Da haben wir ja wieder viel geschafft jetzt. Okay. Nehmen wir nochmal. Bauen wir das hier noch eben fertig. Start dauert 15 Sekunden. Nehmen wir nochmal hier die Minen ein. So, da kann jemand jetzt einziehen. Und zack, haben wir schon mal 28 Einwohner.